Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Das letzte Mal haben wir die Tränen des Berges befreit. Erfolgreich. Wir haben Kakinos bezwungen. Und, ja, tot, ich bin auch schon eager. Und müssen jetzt Alia davon berichten, dass die Schmiede wieder funktioniert. Denn wie wir sehen, dort rechts das Wasser, dort links die Lava. Perfekt, die Schmiede sollte wieder laufen, aber vorher möchte ich nochmal hier mit... Hallo, würdest du bitte mal stillstehen? Dankeschön. Heraus damit, Reiter. Ich weiß schon, wann du zum Prahlen herkommst. Die Schmiede wurde wiederhergestellt. Eigentlich wollte ich nicht prahlen, danke. Richtig. Und Alia ist in dem Moment, wo das Wasser uns erreichte, wie eine 2000-jährige kichernd durchs Dorf gerannt. Geht da was? Ja, für einen der Reiter ist dies eine edle Tat. Vielleicht hatte ich dich falsch eingeschätzt. Ja, siehst du mal. Wir wollen aber was trainieren und uns hier ein bisschen was beibringen lassen. Während des Ausweichens... LT und LS unten halten. Halten zum Zuschlagen loslassen. Ah, ein vernichtender Überkopfung für den schweren Schlag. Achso. Nett. Angriff, um die Distanz zu verringern und schwere Feinde an ihren Füßen. Joa, nehmen wir halt die Gottesfaust, was soll's. Wir können sogar noch einen kaufen, dann holen wir uns den Schotterzauber auch noch. Den möchte ich jetzt kurz mal ausprobieren und dann möchte ich eigentlich mal... Achso, LT... Ah, LT halten ist ja zum Markieren und dann runter und... Hä? Ich soll doch... Hä? Sieh nach, was du finden kannst. Okay, ich weiß nicht, wie der funktionieren soll. Aber... Das ist die Gottesfaust. Ist die Gottesfaust? Hallo? Irgendwas? Ja, das war ja das andere. Moment, Leute, das möchte ich jetzt nachgucken. Weil wir wollen ja auch... Oh, erstmal gucken, was da oben noch ist. Mist und... Noch mehr Mist. Okay, super. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich mache jetzt den Typen fertig. Das wollt ihr doch sicher sehen. Oder wir werden von ihm platt gemacht. Kann natürlich auch sein. Ich kann deine Probleme beenden, Erschaffer. Nun, dann darfst du es gerne versuchen. Mal gucken, wie er uns diese versucht. Diese Klinge ist älter als du, Reiter. Und größer. Das heißt ich ja werde sie und dich zurechtstutzen. Da! Überrascht, dass du so weit gekommen bist. Wollen wir doch mal gucken, wie wir... Oh Gott, wir schlagen uns super, also ich... Au! Ich wollte doch ausweichen, Menno. Aber er brennt ein bisschen vor sich hin, das ist schon... Au, schon mal gut. Ich zeige dir, wie man das... Also wir schlagen uns eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Au. Wir müssen nur weiter ausweichen und konzentriert bleiben. Dann können wir ihn sogar schon besiegen, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ah, wie er mich doch erwischt hat, die Sau. Komm schon, zeig mir, was du drauf hast. Boah, ja moin, mit der fetten Axt hier. Behalte ihn doch mal bei dich, Mann. Das war aber, glaube ich, die Gottesfaust gerade. Ich weiß nicht, wie ich sie gemacht habe. Zeig mir, was du drauf hast. Au. Jetzt verlieren wir doch. Was? Ah. Hast du genug von besser? Hä? Ich hab doch gewonnen. Hä? Ich hab doch gewonnen. Wieso hat er auf einmal wieder volle Lebensenergie bekommen? Oh, ja, moin. Ich glaube, es hackt, ey. Okay, wir haben volle Gesundheit. Leute, das versuche ich nochmal. Ich darf nicht aus dem Kampfbereich raus. Das war das Problem, denke ich. Da! Ich bin überrascht, dass du so weit gekommen bist. Oh Mann, ey, wie das nervt. Au. Wir müssen aufpassen, was er für Attacken macht. Dann geht das auch. Und wir dürfen nicht aus dem Kampfbereich raus. Ich wusste nicht, dass der da verläuft. Ich zeige dir, wie man... Ich lock ihn mal wieder hier in den Kampfbereich rein. Ja, komm, mach schon.
Au! Das muss wehtun! Penner! Ich bin doch am Ausweichen, Mensch. Komm schon! Aber wenn der einmal in seiner Combo ist, hier der gute Tod, dann gilt er nicht mehr, ey. Dann hat er keinen Bock mehr auszuweichen. Das finde ich ein bisschen lame. Komm schon! Zeig mir, was du drauf hast! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Der Schafferkrieger! Yeah! Uhuhu. Wir sind aufgestiegen. Ich habe gar nicht gesehen, dass die Energie schon weg war. Ha! Eine gewonnene Schlacht sollte niemals unbelohnt. Ha! Glück gehabt! Vielleicht bin ich zu alt dafür. Vielleicht, alter Mann. Alter ist nicht alles. Du kannst also einen alten Krieger bekämpfen. Doch um dir einen Namen zu machen, musst du schon mehr schaffen. Beitir, Achidna, Argul, sie sind, was wir Erschaffer tot nennen. Töte sie alle. Dann akzeptiere ich vielleicht, dass du der wahre Sensenmann bist. Klingt nach einer Herausforderung. Ah, ich weiß, was das ist. Wenn ich dein Henker sein soll, dann möchte ich mehr von jenen hören, die ich töten soll. Ich werde dir sagen, was ich weiß. Wo kann ich Beitir finden? Beitir und ihresgleichen lebten einst in den Schmiedelanden. Jagten uns wie Vieh, als wir die Welt zu unserem Zuhause machten. Ja, ich glaube, das Vieh finden wir eine nach der anderen dieser Bestien jagten und erschlugen wir. Beitir, sie hat sich selbst tief eingegraben und kommt nur heraus, um zu fressen. Ich weiß nur, dass sie eine Bestie aus Feuer und Rauch ist. Oh. Und dass sie ihre Höhle unter der Erde hat. Ich weiß, wo Beitir ist. Ja, finden wir auf jeden Fall. Was ist mit Ronhold? Einst war Ronhold ein Freund meines Volkes. Warum brauchst du dann meine Hilfe? Unser Wald ist dem Verderben anheimgefallen. Ich weiß, wer Ronhold ist. Und Ronhold ist ein Wesen dieses alten Waldes. Sie sind miteinander verbunden. Ronhold steckt voller Verderben. Er muss erlegt werden. Oh, das ist der, erinnert ihr euch? Der Boss, der Optionale, den ich erwähnt habe. Hahaha, der ist so böse. Selbst ich kenne den Namen Achidna. Warum willst du ihren Tod? Eine alte Schuld. Geschmiedet noch vor deiner Zeit. Alle kennen das Schattenreich von Achidna. Warum reist du nicht dorthin und tötest sie selbst? Ich habe es versucht. Fand ihr Reich jedoch in Chaos vor. Die Spinnenfürsten haben ihren Thron in Blut gebadet. Okay. Und Achidna war nirgends zu sehen. Ich verbrachte Jahre damit, ihrer Spur im Reich der Toten zu folgen. Und dann geschah dies. Ich kehrte zu meinem Volk zurück und ließ die Schuld unbezahlt. Okay, also wir wissen, Achidna, Reich der Toten, die anderen beiden sind hier in den Schmiedelanden. Das weiß ich noch. Erzähl mir von Argul. Ach, ein Verrückter, eine Bestie, die töten muss. Ich konnte die Tat selbst sehen, als der aktuelle Fürst der Knochen sich erhob und den verrückten König der Untoten besiegte. Ja, okay. Also lebt Argul nicht mehr? Meine Knochen sagen mir immer etwas anderes. Oh. Der alte König lebt. Argul ist, glaube ich, der Schlimmste von denen. Bin ich mir sicher. Argul ist der Schlimmste von denen, meine ich. Ja, zwei sind hier und zwei sind im Land der Toten, glaube ich, war es. Wir kommen noch ins Land der Toten. Es ist jetzt wieder ein kleiner Spoiler, aber gut, ich meine, das gibt die Story ja so vor. Okay, da haben wir doch mal eine schöne neue Quest bekommen und ich würde sagen, wir reden mal mit Aliyah. Gucken wir erstmal, ob sie noch hier oben ist. Wahrscheinlich nicht. Ja, der abgesetzte König, das ist echt der fieseste von allen, meine ich. Um mich zu erinnern. Ich habe das so lange schon nicht mehr gespielt, nur einmal eigentlich. Ja, hier ist jetzt leer. Doof. Wir haben übrigens auch noch nicht alles für die gute Frau dort, die uns den Talisman machen wollte. Wir können ja nochmal bei ihr vorbeischauen. Ein bisschen schneller hier, tot. Ich will heute nur zwei Folgen machen, da muss man mal rumkommen. Aber für diese Folge haben wir ja immerhin schon mal... die ist auch weg. Ach nee. Du hast die Finessen neue Talismane im Angebot. Ja, schön. Was auch immer du vorher sagen wolltest, gute Frau. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Boah, mit viel Reaper-Energie. Oh, schön. Oh, Gesundheit bei Exekution. Das ist auch nett. Das ist lecker, lecker. Todesschatten-Doppelsense. Achso, könnte ich verkaufen. Ja, wäre vielleicht eine Überlegung wert.
Die Gewalt von Karkinos. Ich weiß aber nicht, ob ich sie verkaufen soll, die Sachen. Ich meine, so viel bringen sie jetzt auch nicht. 6000, naja. Kriegen wir später alles noch, meine ich. Das Todesschatten-Set. Ich würde die anderen Sachen lieber einfach für besessene Waffen ausgeben. Während du erntest, werde ich säen. Das ist schön, ein Seedummer Fein. Man sieht da so schön den Weltenbaum im Hintergrund. Da müssen wir hin. Das ist unser eigentliches Ziel hier. Um in die anderen Welten zu kommen, müssen wir zu diesem Weltenbaum. Aber wie das genau aussehen wird, das verrate ich natürlich noch nicht. Jetzt wartet erstmal Größeres auf uns. Ah, das ist auch cool hier, wie man das Wasser und hier dieses wunderschöne Wasser und dort diese heiße, glühende, kochende Lava sieht. Ah, geil. Die alle zusammen fließen und dann diese Schmiede feuern. Sie haben uns einen Schlüssel geschmiedet. Wie wär's mal mit einer hübschen Waffe, würde ich sagen. So, na, mach doch mal. Jetzt ist er fertig. Ja, endlich. Tod, dies ist der Schlüssel eines Erschaffers. Und du nimmst ihn besser sofort, bevor ich wieder zu Sinnen komme. Du scheinst die Ehre zu verlieren, Ältester. Ein Problem, ja. Aber es gibt auch eine Lösung. Der Wächter. Er sollte unsere größte Waffe werden und in der Lage sein, den Wald um den Baum zu säubern. Doch ein Erdbeben vertrieb uns aus der Gießerei. Ich fürchte, jetzt streunt etwas anderes darin herum. Der Wächter wurde nie fertiggestellt. Wenn der Wächter euer Meisterwerk ist, wie soll ich ihn dann vollenden? Im Wald liegt eine weitere Kreation. Eine der wenigen, die nicht dem Verderben anheimgefallen sind. Er ist nicht so riesig wie der Wächter. Aber sein Herz ist stark. Such ihn auf, dann wird er dich zur Gießerei führen. Dort kannst du mit dem Schlüssel des Erschaffers den Wächter aktivieren. Wir fassen zusammen, der Wächter ist nicht fertiggestellt und alles, was wir benötigen, ist dieser blöde Schlüssel, um ihn zum Laufen zu bringen. Hallo? Wo ist der denn bitte nicht fertiggestellt? Naja, egal, wir reden mal weiter. Die Kreationen werden von einem Schlüssel erweckt? Ja. Kreationen haben keine Seele wie du oder ich. Nicht, bis sie eine Seele bekommen. Dieser Schlüssel öffnet den Stein und bereitet ihn auf Ebbe und Flut der Lebenskraft eines Erschaffers vor. Tatsächlich verleiht er fast jeder Kreation in diesem Reich Leben. Und was lässt dich glauben, dass ich eine Seele habe, Ältester? Ist es nicht das, was dir Sorgen macht? Tja, in der Tat. Reden wir noch ein bisschen. Wie erkenne ich die Kreation, wenn ich sie gefunden habe? Kreationen sind Wesen aus Fels und Stein, animiert durch die Lebenskraft eines Erschaffers. Die meisten besitzen den Bruchteil einer Seele, gerade genug, um sie anzutreiben und ihnen Sinn zu verleihen. Doch durch andere fließt das ganze Wesen eines Erschaffers, seine Erinnerungen und Emotionen. Eine halb erinnerte Geschichte. Das Leben lastet schwer auf uns allen. Nicht einmal Stein kann es tragen. Wenn Wächter dem Verderben widerstehen können, warum werden sie dann nicht eingesetzt, um das Reich zu säubern? Leider wurden die Wächter gerufen, als die Siegel gebrochen wurden. Der Zoll der Erschaffer, der beim Endkrieg bezahlt werden musste. Dieser Wächter ist als einziger übrig. Dann wurden die Siegel gebrochen. Erschafferschlüssel. Entschuldigung. Ein geschmiedeter Schlüssel, der die Essenz der Erschaffermacht bewahrt. Mit ihm kann Tod Kreationen aktivieren. Achso, okay. Oh, du bist es, Reiter. Ja, hallo. Geht da was? Ja, ein bisschen groß, aber ich meine, I will make do. Das Schmiedefeuer lodert wieder. Dank dir, Reiter. Das ist aber kein Grund, hier rumzuhängen. Hast du nicht eine Kreation zu erwecken? Warum müssen die Kreationen mit einem Schlüssel erweckt werden? Der Geist durchströmt keinen Stein.
Es sei denn, du bahnst ihm einen Kanal. Dafür ist der Schlüssel. Er ist scharf genug, durch den Stoff des Lebens zu gleiten. Pass auf, wohin du damit zeigst. Interessant. Bist du sicher, dass dieser Schlüssel etwas Besonderes ist? Valus scheint nicht sehr beeindruckt. Ja, er beklagt den Verlust seines Freundes. Valus hatte einen Freund? Ja, seinen großen Hammer, Knochenspalter. Er hat schon viele Riesen gefällt. Okay. Aber Valus verlor ihn in einem Verlies westlich von hier. Das lastet schwer. Ich kenne das Verlies. Wenn du meinem Bruder seinen Knochenspalter zurückbringen kannst, wird er dir dankbar sein. Und dir vielleicht eine ordentliche Waffe schmieden. Na, wie nett. Schau dich um. Wir haben neue Ware. Hier gibt's nichts Interessantes eigentlich. Blub, spektraler Hammer, naja. Ich guck schon den anderen Mist gar nicht mehr an, weil doof. Ja, Gelehrtenkram will ich sowieso nicht. Wir machen ja hier einen auf Schläger, das ist viel interessanter. Okay, lassen wir's. Du kannst den Hammer gleich hinter dem Fjord finden. Ja, ich möchte nochmal mit dir reden, sorry, dass ich unterbrochen habe. Was hatte Valus in einem Verlies zu suchen? Wir hofften, die zerstörte Schmiede darin wiederherzustellen. Aber sie wurde verdorben und von Meer und Ungeziefer überrollt. Wir entkamen so gerade mit unserem Leben. Und das war nicht Karns Verdienst. Dieser Bub hat euch geführt? Ja, zu dieser Zeit sahen wir darin kein Problem. Doch Karn würde alles tun, um sich zu beweisen. Ich fürchte, eines Tages wird er zu weit gehen. Oh Leute, wir haben hier noch viel, viel zu tun. Okay, kehre zur Höhle zurück und aktiviere... Ah, ja, sehr gut. Ja, wir haben diese Kreation noch schon gesehen, die wir aktivieren müssen. Und wir haben auch schon die Teile gesehen, die wir für diese Kreation dann holen müssen. Das ist nämlich immer das, worauf ich euch hingewiesen habe. Das müssen wir uns merken. Wir gehen jetzt aber erst nochmal hier durch. Aha, genau. Boah, das sieht auch cool aus, oder? Müsst ihr doch zugeben, ist mal richtig cool designt hier. Richtig schön. Ja, hiermit wird es auch noch etwas auf sich haben. Kann man sicher denken. Ich meine, sonst gäbe es diesen Ort ja nicht. So. Was wir jetzt aber tun werden, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es gibt hier in dieser Welt noch so viel zu tun und dann in den anderen Welten auch. Es gibt so viel Optionales und so. Ach, das werden wir alles machen, soweit ich noch dran denke. Lalala. So. Wir gucken jetzt aber mal nach Schnellreiseoptionen. Hier gibt es sonst nicht mehr viel zu tun. Da. Und wir wollen die Weltkarte. So. Denn beim Fjord, das ist dieses hier, die zerschlagene Schmiede. Dort finden wir den Hammer. Ist mir wieder eingefallen. Was ist das hier? Der Fjord. Achso, können wir hinreisen. Hier die Truhen können wir noch nicht kriegen. Und erinnert ihr euch, hier unten ist dieser Händler, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ihr erinnert euch hier noch dran, diesen ägyptisch angehauchten. Und hier unten ist diese Kreation. Meine ich. Also es ist zumindest eine Kreation, die wir finden müssen noch. Aber ist das nicht die, die wir jetzt brauchen? Ich guck gerade mal. Hier wird mir nämlich nichts angezeigt. Denn unser Ziel ist es, das Tor, wenn ihr euch erinnert, mit diesem Vieh, mit dem fetten Auge, Verderbnis da. Da müssen wir durch. Und dann müssen wir hier hoch zum Baum des Lebens. Das ist unsere eigentliche Aufgabe. In den Schmiedelanden. Dann gibt es noch, den verlorenen Tempel. Oh, okay, diese Kreation. Nein, es ist eine andere Kreation. Das, was ich euch eben gezeigt habe, fällt mir gerade wieder ein, das ist noch ein optionales Ding. Aber der verlorene Tempel, hier oben müssen wir hin. Das ist natürlich auch nicht ohne. Hier beim Schlupf waren wir auch schon. Hier die Truhe haben wir auch noch nicht. Hier in der Klageklippe, da ist einer dieser Bosse. Hier waren wir ja ganz am Anfang, wenn ihr euch noch erinnert. Und dort ist dieser optionale Boss, den ich erwähnt habe, hier unten. Und das ist der Baum. Und der Baum ist fies. Das ist echt eine fiese Sau. Genau, und hier in der Narbe gibt es auch noch etwas. Da kommen wir aber, glaube ich, noch nicht hin. Da ist auch noch irgendein Boss oder sowas. Ich glaube, das ist dieser Feuerboss. Ich würde jetzt gerne mal zur zerschlagenen Schmiede gehen. Da waren wir nämlich noch nicht. Aber erstmal gucken wir uns an, was hier beim Schwarzen Wurz, ob da was geht. Aber dann können wir ja dahin reisen, von dort aus. Das ist jetzt, was wir als nächstes versuchen. Wenn wir da reinkommen, super. Wenn nicht, dann gehen wir zum verlorenen Tempel. Das ist doch ein Deal, oder? Ich fürchte, wir kommen da nicht rein. Ich bin mir aber nicht sicher. Also wir werden auf jeden Fall noch die optionalen Gebiete machen. Ach so,
Hey Leute, moin. Ist hier mal ein bisschen fighten, ne? Wie schön, ey. Wie schön man die einfach in der Luft halten kann und dann erledigen kann. Mich interessiert es, ob wir hier noch ein bisschen was kriegen können. Wir haben ja schon ein paar Steine gesammelt. Das muss dem doch reichen. Es kann auch sein, dass wir immer 5 sammeln müssen, um überhaupt was zu bekommen. Die hier sind für dich. Wo hast du die gefunden? Ach so, wir brauchen immer 3, okay. 5 Magie bekommen. Seht ihr, ich wusste doch, irgendein Attributbonus gibt's da. Okay, dann haben wir davon noch nicht genug Steine, schade. Ja, dann kriegen wir dem anderen wahrscheinlich Kraftbonus. Das würde so Sinn machen. Vom Pferd aus anzugreifen ist echt blöd. Cool, so ist eigentlich ganz cool. Ich wusste gar nicht, dass man da anvisieren kann. Das ist ja geil. Sehr schön, die Viecher können gar nichts tun. Okay, aber wir wollen hier weiter. Müssen wir auch wieder auf Steine achten. Da oben ist einer, oder? Nee, okay, sah nur so aus. Dann lassen wir die Viecher hier mal Viecher sein und gehen einfach weiter in Richtung dieser zerbrochenen Schmiede oder sowas, wie das auch immer hieß. Ich hab's gerade schon wieder vergessen, sorry. Ah, hier ist der Fuß, aber das können wir noch nicht. Aber wisst ihr was, Leute? Ich muss gerade nochmal. Ich will gucken, ob das schon geht. Wir haben jetzt den Schlüssel, das müsste eigentlich gehen. Ich muss nochmal zurück. Es tut mir leid. Oh, wir sind übrigens auch schon an der zerschlagenen Schmiede vorbei. Umso besser. Dann weiß ich jetzt, wo es ist. Aber ich will vorher noch was anderes schnell machen. In diesem Part. Und dann können wir ja im nächsten Part nochmal gucken. Ja, dann überziehe ich halt vielleicht noch. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt brauchen, um da hinzukommen, wenn es noch so lange lädt. Brauchen wir sicher noch sehr lange. Naja. Okay. So, wieder schnell aufs Pferdchen. Despair. Okay. Das sieht bei diesen Bäumen immer so ein bisschen doof aus, als würden da Steine hängen. Das ist voll gemein. So, wir müssen hier rein. Und schwimmen hier wieder. Ah, Wulgrim heißt das, ist genau. Wulgrim wäre jetzt auch noch hier. Aber zu dem wollen wir mal ausnahmsweise nicht. Das sieht so cool aus, wie sich hier so durchdreht. So, wir wollen nach rechts, nicht nach links. Bei Wulgrim können wir immer noch nichts machen, da brauchen wir später noch eine Fähigkeit für. Aber hier, seht ihr dieses schöne Konstrukt? Das müssten wir jetzt aktivieren können und dann für diesen armen Kerl die Gliedmaßen sammeln. Oh. Super animiert, super animiert. Na, wach. Wer stört meinen Schlaf? Ein Fleischling in den Schmiedelanden. Du siehst weder wie ein Engel noch wie ein Dämon aus. Als ich zuletzt erwachte, waren sie die Kinder der Schöpfung. Aber deinesgleichen kenne ich nicht. Wie lange hast du geschlafen? Wie lange? Das weiß ich nicht. Aber ich scheine nur die Hälfte meiner normalen Statur zu haben. Wenn die Kreation schläft, wandert der Stein. Vielleicht kannst du mein abwegiges Selbst finden und zu mir zurückbringen. Wie kann ich das tun? Nimm das. Fragment von Orans Herzstein. Oran, ein verlorener Wächter, hat dir sein Herz gegeben. Damit musst du seine Körperteile reanimieren, um ihn wiederherzustellen. Ein Teil von mir, um den alten Stein zu erwecken und ihn ans Leben zu erinnern. Wie soll ich dich nennen? Oran wurde ich in Fleisch genannt, doch in Stein habe ich keinen Namen. Tada, Stufe aufgestiegen. Ja, wir müssen jetzt seine Arme und Beine finden. Komisch wie bei Alice. Und haben jetzt noch einen Fertigkeitspunkt gefunden. Ich werde jetzt auch hier einen Cut machen. Beim nächsten Mal werden wir uns die Teile suchen, aber erstmal möchte ich noch die Fähigkeiten verteilen. So, wir haben 2 Punkte. Ja, keine Ahnung. Was brauchen wir denn? Wird außerdem eine Explosion verursacht, die Ver- Oh, ja, das nehmen wir. Das ist schön. Gekauft, so. Die Kraft wird verstärkt. Das könnte auch ganz nützlich sein, aber ich will es eigentlich nicht.
Doch, ich brauch's, glaube ich, um da runterzukommen. Nee, obwohl, das ist mit Stufe 20 freigeschaltet, das brauche ich nicht. Ja, vielleicht später mal. Okay, wir nehmen dann... So, da ich den so gut finde, verbessern wir ihn ein drittes und letztes Mal. Und damit ist der Part auch vorbei. Ich würde sagen, lasst mir doch einen Kommentar da, eine Bewertung. Ich würde mich sehr darüber freuen und bis es dann wieder heißt, Let's Play Darksiders 2.